Herzlich willkommen bei Waymaker, mit Gott durch Höhen und Tiefen. In 1. Mose Kapitel 49, Vers 1 bis 28 findest du den Text für heute. Lies ihn dir durch, mach dir deine Gedanken dazu und dann gibt's direkt hier im Anschluss den Impuls dazu. Was passiert? Die Story in drei Sätzen. Der alte Jakob wird von den Brüdern nach Ägypten geholt. Es kommt zur Begegnung mit Josef. Vor seinem Tod spricht er seinen Söhnen einen persönlichen Segen zu. Vor vielen Jahren war ich als Mitarbeiter auf einer Freizeit. Jeden Morgen trafen wir uns als Mitarbeiterteam, um in der Bibel zu lesen, das Programm zu besprechen und miteinander zu beten. Am letzten Morgen geschah etwas Ungewöhnliches. Der Freizeitleiter bedankte sich bei uns Mitarbeitern für unseren Einsatz. Das allein ist jetzt nicht ungewöhnlich, sondern in meinen Augen selbstverständlich. Das Ungewöhnliche daran war, dass er in der großen Runde jeden Mitarbeiter persönlich würdigte, indem er sagte, was er an dem Einzelnen schätzt und was dessen große Stärken sind. Ich muss an genau diesen Moment denken, wenn ich unsere heutige Geschichte lese. Jakob versammelt seine Söhne am Ende seines Lebens. Am Ende eines Lebens, das nicht frei von Fehlern war. Und jetzt hält er nicht pauschal seinen eigenen Nachruf, sondern segnet seine Söhne. Jeden einzelnen persönlich. Er nennt sie beim Namen und segnet sie. Mich bewegt diese Geschichte, weil sie uns etwas Grundlegendes zeigt. Du bist für Gott nicht bedeutungslos. An so vielen Stellen müssen wir funktionieren, sind eine Person unter vielen, manchmal eine anonyme Nummer. Bei Gott ist das anders. Für Gott bist du unendlich wichtig. Er kennt dich nicht nur, er hat dich gemacht. So wie du bist, bist du einzigartig und kostbar. Du warst es ihm wert, dass er selber Mensch geworden ist. Er ist am Kreuz für dich gestorben, damit ihr Freunde sein könnt. Und darum freut er sich, wenn du dein Leben nicht ohne ihn lebst. Und Gott hat etwas mit dir vor. In der Geschichte sehen wir schon etwas über den weiteren Verlauf von Jakobs Jungs. Ein Ausblick, etwas, das sich am Horizont abzeichnet. In der Bibel können wir die weiteren Spuren der Söhne Jakobs entdecken, bis hin zu Jesus, der wie kein Zweiter dafür steht, dass wir Gott nicht egal sind. Und dass Gott etwas mit dir vorhat. Als Nachfolger werden wir selber Waymaker. Menschen, die anderen Menschen den Weg zu Jesus ebnen, weil Gott selber den Weg geebnet hat. Die Freizeit, von der ich eingangs erzählte, war unmittelbar vor dem Beginn meiner Zeit als hauptamtlicher Mitarbeiter. Ich bin vom Zeltlager direkt an meine erste Stelle als Jugendreferent weitergezogen. Und wenn ich zurückschaue auf diese Jahre, auf den Weg, den Gott mit mir gegangen ist, erfüllt mich ein tiefer Dank darüber, wie Gott ist. Wie er führt durch Höhen und Tiefen. Ich kann aus vollem Herzen sagen, Gott ist der Waymaker. Und darum blicke ich voll Vertrauen in die Zukunft. Weil Gott derselbe ist, durch alle Zeiten hindurch. Wie wäre das, wenn du mal so einen Rückblick wagst? Und es aufschreibst, aufmalst, wie Gott Wege in deinem Leben geebnet hat, wie er dich persönlich gesegnet hat und wie du darin anderen zum Waymaker wurdest. Du bist nicht bedeutungslos und Gott hat etwas mit dir vor. Und dafür wünsche ich dir von Herzen Gottes Segen.